ich bin Susanna Fenzel von Pferdeinsider.com, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und auch Trainerin. Und ich möchte heute mal eine Frage beantworten von einer unserer zahlreichen Newsletter-Abonnentinnen, und zwar die Susi. Die Susi hat mich gefragt, was kann ich machen, wenn mein Isländer im Winter immer nur Schnee frisst? Schneefressen ist bei manchen Pferden ein Problem. Also ich habe auch Pferde, die Schnee fressen, die das aber erstaunlich gut vertragen, im Gegensatz zum Pferd von der Susi. Das Pferd von der Susi bekommt nämlich leider sehr, sehr starkes Kotwasser auf dieses Schneefressen hin und hat eben damit wirklich ein Problem. Jetzt ist es so, dass man grundsätzlich mal überlegen muss, warum macht er das? Es gibt Pferde, genauso wie kleine Kinder, die finden Schneefressen einfach cool. Die finden das einfach lustig, das kranscht, ja, das finden sie irgendwie interessant und deswegen machen sie es einfach aus Spaß. Ja, also da kann man natürlich dann leider meistens nicht viel machen. Dann gibt es Pferde, die fressen Schnee aufgrund von Langeweile, ja, weil sie einfach nichts zu tun haben. Und manche fangen auch das Schneefressen an, weil sie wirklich schon ein bisschen Hunger haben. Das ist natürlich beides nicht ideal. Da muss ich versuchen, im Leben des Pferdes im Winter grundlegend was zu verändern, eben mehr häufiger sozusagen die Pferde zu füttern oder vielleicht auch mit doppelten Heunetzen zu arbeiten, dass die Pferde länger beschäftigt sind oder eben auch ungiftige Zweige vielleicht zu verfüttern, dass die Pferde einfach ein bisschen mehr Beschäftigung nebenbei haben, wenn vielleicht auch die Koppel etwas kleiner ist im Winter und sie damit eben auch grundsätzlich schon weniger Bewegung machen, dass man einfach versucht, die Pferde alternativ ein bisschen zu beschäftigen. Und dann ist es so, das wissen nämlich viele Leute nicht, dass manche Pferde tatsächlich eine sehr, sehr feine Nase, genauso wie Hunde haben. Und Tiere, also mit so wirklichen Spürnasen, können sehr genau die Qualität von Wasser oder in dem Fall jetzt auch Schnee unterscheiden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte auch einen Isländer, der hat immer Schnee gefressen, solange Schnee da war. In dem Moment, wo kein Schnee mehr da war, hat er die Lacken, sagt man in Österreich, also die Tauwasserpfützen getrunken. Und erst wie die dann weg waren, hat er dann angefangen, wieder aus großen Bottichen bei uns, also aus Kübeln, sein Wasser aufzunehmen. Und am allerunliebsten, obwohl wir Offenstelle haben, hat er das Wasser eben aus dem Tränkebecken getrunken. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Und zwar erstens, die Pferde riechen ganz genau, dass Wasser aus Leitungen belastet ist. Also man kann das auch eben durch den Schwebstoffanteil messen. Also in alten Rohren und alten Leitungen geht eben immer wieder mal ein bisschen Metall und so weiter, Schwebanteil ins Wasser. Und die Tiere, genauso eben wie Hunde auch, riechen das sehr, sehr genau. Das heißt, diese Parts per Million, PPM abgekürzt, ja, ist messbar und da gibt es auch so kleine Geräte, wo man das wirklich mal anschauen kann. Und auch wirklich gutes Wasser ist oft nicht mehr so gut, wenn es aus der Leitung kommt, weil einfach ein gewisser Schwebstoffanteil da ist. Und deswegen saufen die Pferde oft viel lieber Regenwasser oder eben fressen auch Schnee, weil das natürlich nicht aus der Leitung kommt, sondern direkt vom Himmel. Und die Tiere es deshalb auch eben wirklich riechen, dass das bessere Qualität hat. Der zweite Grund ist, dass die Pferde, die in Boxen gehalten werden oder eben auch, wo Tränken sehr, sehr, im Stall oder in geschützten Bereichen ist, wo vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen Mist rumliegt, riechen, dass das Wasser, wo Mist in der Nähe ist, Ammoniak zieht. Ja, das heißt, dieser Ammoniak ist ja wirklich ein schweres Gift, ja, und der wird sozusagen im Wasser gespeichert und auch das riechen die Pferde und trinken dementsprechend nicht so gerne oder auch so wenig wie möglich von diesem belasteten Wasser. Deshalb ist natürlich eins der Sachen, die man wirklich beachten sollte, wenn Pferde Schnee fressen, dass man versucht, möglichst frisches und idealerweise, wenn es auch geht, nicht ganz kaltes Wasser anzubieten, weil das viele Pferde lieber trinken, als wie so ganz eiskaltes Wasser. Natürlich ist es so, dass wenn es nichts anderes in der freien Natur gibt, dann saufen die Pferde dort auch eiskaltes Wasser. Aber da gibt es wirklich manche Pferde, die da einfach ein bisschen empfindlich reagieren und das auch nicht so mögen. Und dann kann man auch versuchen, das Pferd eben vor dem Koppelgang, wo eben dann der Schnee auch liegt, ja, möglichst gut zu tränken, dass man ihnen zum Beispiel Wasser mit etwas Kräuterextrakt oder Kräutertee anbietet, was sie einfach lieber trinken, ja, also Wasser mit Geschmack. Das heißt, zum Beispiel auch Wasser mit Apfelsaft versetzt, dass sie einfach möglichst ihren Durst großzügig schon stillen, bevor sie auf die Schneekoppel gehen.
Oder aber man auch zum Beispiel Heu mal ein bisschen anfeuchten kann und so wirklich die Pferde auch in dieser Nahrung bereits Feuchtigkeit aufnehmen und auch weniger dazu geneigt sind, dann wirklich den Schnee zu fressen. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt so, viele Pferde finden es lustig, Schnee zu fressen und dann kann man da leider nicht viel dran machen. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp kann vielleicht euch und eurem Pferd nochmal weiterhelfen oder hat euch nochmal ein paar Infos gegeben, warum manche Pferde zu wenig auch trinken im Winter oder vielleicht auch überhaupt. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Abonniert unbedingt auch unseren YouTube-Kanal, der ist ja kostenlos und so könnt ihr alle Videos immer ansehen und verpasst auch das Neueste und das Nächste nicht mehr. Viel Spaß mit unseren Videos, eure Sandra.